Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und da ist ein Vogel, verdammt, warum krieg ich den nicht? Peter, bleib hier. So, ja, The Forest. Immer noch dabei. Ich hab gerade den Vogel gefangen, oder? Ach, scheiße. Wir haben... schon wieder... Peter, bleibt hier. Wir haben kein Laub. Und wir müssen was bauen, habe ich gesehen. Und zwar, um sauberes Trinkwasser zu bekommen, brauchen wir so einen Teil von der Schildkröte. Bleib hier, Hasi. Und diesen Frosch, wenn ich den erwische. Diesen Frosch, wenn es hier einen gibt, der macht hier immer diese Quarkgeräusche. Der nervt. So, aber erstmal ein bisschen Laub besorgen. Ja, dann hatte ich noch nebenbei, ich habe ja ein paar Bäume gefällt, also damit man den Ist-Zustand sieht. Das ist die Plattform bisher. Fehlen immer noch ein Haufen. Ja, fehlen noch ein paar Baumstämme. Dann müssen wir auch irgendwie ein Seil hochbauen. Ich habe auch schon mehrfach versucht, von hier irgendwie drauf zu springen. Ah. Okay. Muss ich vielleicht noch ein bisschen besser timen. Ne, müsste ich nochmal gucken. Also irgendwie müssen wir da hochkommen. Eine Treppe zu bauen wäre irgendwie scheiße. Ich weiß, weil die werden die die Kannibalen werden noch die Treppe auch nutzen können. Und ja, das habe ich angefangen zu bauen, weil ich halt andauernd so viel Äste hatte. Und ich habe nichts zum Lagern der Äste. So, aber... Ne, Steine brauchen wir auch nicht. Ne, ja, das haben wir gerade gegessen. Achso, ich habe mir was getrocknetes Fleisch, ja. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz irgendwie ein bisschen Laub besorgen. Da hinten sind Büsche. Kriegen wir die damit auch kaputt? Zwei Blätter, aber wir brauchen doch immer hier Stöcker. Das gibt Blätter und Stöcker. So. Im Duskbusch. Da liegt ein Stock. Genau. Böse, böse Büsche. Hier liegen echt viele Stöcke auf dem Boden. Weil bevor ich mich irgendwie groß auf Erkundungstour gehe, will ich da oben wenigstens so eine kleine Hütte haben oder so. Die fertige Hütte kostet irgendwie 80 Holz. Ich weiß nicht, ob ich die da oben baue oder mir irgendwie eine eigene generiere. Auf jeden Fall soll das nur eine kleine Hütte sein, dass man gerade ein Bett reinkriegt. So. Wo hier oben wäre eigentlich auch geil. Von hier kann man nicht angegriffen werden. Aber halt von der kompletten Seite. Meine Idee ist ja eigentlich, dass wir hier auf dieser Ebene da hoch können, auf diese Ebene da. Ah. So. Und jetzt, wenn wir gleich Holz hacken gehen, würde ich nochmal Feuer anmachen. So, und dann diese ganz kleinen Vögel mal draufpacken. So Glück, du Rabe. So, dann nehmen wir mal den Karren. Wir wollen aber nicht jeden Baum umnieten. Machen wir jeden zweiten. Und ich hoffe, dass die Kannibalen eher so nachts aktiv sind. Ich habe sie meistens immer am Strand rumlaufen sehen oder bei ihren Camps höchstens mal am Tag. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir hier ein bisschen Ruhe haben.
erstmal unser Camp aufbauen können. Weil da gerade, wo wir übernachten, ist jetzt nicht so sicher. Wir haben jetzt gerade keinen Rückzugsort. Ich habe immer gern Rückzugsort. Hey, kipp um! Nee, ups. Hä? Ach, Steine kann man da auch drauflegen. Was hat denn? Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet. Leichen kann man auch drauflegen. Okay. Das wusste ich alles gar nicht. Aber gut zu wissen. Dass man damit auch Steine transportieren kann. Tack, tack. Ja, eigentlich wollte ich erst morgen wieder eine Runde spielen, aber da das Fußballspiel halt nicht so erfolgreich war, hatte ich dann doch nochmal eine Lust, eine Runde zu spielen. Deutschland ist ja jetzt leider raus. Mal gucken, was der Löw noch macht. Ob er überhaupt nochmal den nächstes nochmal trainiert. Ich glaube, der wird sich bestimmt zurückziehen. Und ich glaube, für Müller und Co. Für einige waren es ja auch das letzte Mal. Zumindest die WM. Naja. So, alles drauf da. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir da drauf kriegen. Kriegen wir den einen noch da drauf? 3, 3, 3, also 9 Stück. Hä, ne, die eine Seite ist auch noch leer, warte mal. Jetzt hacke ich doch hier fast die ganzen Bäume nebenbei ab. Wenn die nebeneinander stehen. Egal. Wir wohnen ja weit weg. Das fällt nicht auf. Oh, wir müssen trinken. Ach, Schildkröte. Wir müssen am besten, glaube ich, erstmal eine Schildkröte jagen. Weil, das Wasser in dem Behälter füllt sich ja auch nur bei Regen. Baumfeld. So. Oh, da kommt noch, geht noch mehr drauf. Der geht nicht. Ich hätte gesagt, da geht nur einer zwischen, oder? Nee, der geht nicht. Ist ja frech. Packen wir den mal hier so hin. Wie viel haben wir jetzt generell drauf? 3, 6, 9, 10, 12. Okay. Ist auf jeden Fall besser, als immer zwei zu nehmen und hin und her zu laufen. Kommen wir mit dem Schubwagen auch da irgendwie übers Wasser? Yeah, Wasserschlitten. Da geht's. Warum auch nicht? Ich glaube, hier war irgendwo eine Lücke. Ah, geh da runter. Was ist los? Gib, gib, gib. Da, da, da. Nicht mehr haben oder doch? Ja, 6 Stück noch, dann haben wir das. Aber ich würde eher auf Schildkrötenjagd gehen. Ah ja, erstmal trinken, Mensch. Eine Dose wollte ich eher für die Not aufheben. Trinken wir nochmal Gammelwasser. Weiß nicht, ob wir dann auch irgendwie Magenschmerzen kriegen oder so. Ich glaube, bei DZ war es, wenn du was Falsches getrunken hast oder so, dann hast du auch immer so rumgeschrien, so, oh, Magenschmerzen, oh. Ich weiß nicht, ob sie das hier auch machen.
Mein Essen verkohlt? Nee, ne? Oh, das sieht nicht gut aus. Das Essen kann verbrennen? Hat uns jetzt auch nicht geholfen. Ich lasse das mal da, wo es ist. Dann haben wir erst recht einen Grund nochmal. Oh, Stock. Stock, Stock. Ah, jetzt ist er natürlich andauernd außer Puste. Ja, da hilft nichts. Komm. Gibt's halt einen Snack und gibt's halt was zu trinken. So, jetzt mecker hier nicht rum. Abadadada. Wir brauchen eine Schildkröte. Ah, ich gehe mal nicht ans Wasser. Hier eine Etage drüber. Da war in dem, ich sag mal, Testspiel. Da waren immer Schildkröten. Warum auch immer. Und da hinten kommt einer. Ui, ich bin mal weg. Ah, ich glaube, es ist hier normaler Durchgangsverkehr. Bei den Kannibalen. Und ja, hier war mal ein kleines Lager. So mit vielen Bäumen habe ich es gar nicht in Erinnerung. Ich habe hier alles abgeholzt. Und hier waren immer Schildkröten. Die sind, ja, cool. Warum auch immer die hier oben spawnen? Ist ja Wurst. So, brauch Fleisch. Dann warten wir einen Moment, bis die Köpfe wieder rausgucken. Und dann hacken wir ein zweites Mal drauf. Zweimal auf den Kopf hacken und dann sind sie tot. Aber wir können komischerweise, oder wir können leider nur so ein, ja, so, hier einen Panzer mitnehmen. Mehr geht leider nicht. Also ein bisschen schüchtern, warten wir noch einen Moment. Ja, komm, komm. Ja, da guckt wieder das Köpfchen und Kopf ab. So, gib her. Das Fleisch brauchen wir eh und das nehmen wir auch mal mit. Hallo, ich bin die kleine Schildkröte. So, weg damit. Brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Und er versucht abzuhauen. Mit was für einer Geschwindigkeit? Chili will abhauen. Nein, wir müssen hinterher. Oder Shiggy ist mir Wurst. Und Shiggy ist leider tot. So, war nicht schnell genug. So. Ah, die Mathilda hat keine Lust mehr auf... Was hast du gespielt? 7 Days to Die. Es war vorhin, als ich hier angefangen habe. Ich habe ja in der Nacht noch ein bisschen Bäume gehackt. Und dann habe ich immer irgendwie Stöhnen gehört. Dabei hat sie Zombies abgeschlachtet. Und ich dachte immer, hier irgendwo sind die Kannibalen. Aber es war leider das falsche Spiel. So, hier, ja, ist doch ein bisschen niedrig, sehe ich gerade. Geht das vielleicht, wenn wir von hier oben ein Podest bauen könnten? Dann zu dem Baum da? Und von dem Baum zur Plattform? Das wäre cool, wenn wir das hinkriegen, wenn das so gehen würde. Das wäre cool. Oh, ich komme nicht drauf. Oh, was für eine Mimose. Fällt er mal 5 Meter. 5 Meter runter. Fällt er gleich rum. Aber erstmal müssen wir eh auf die Plattform. So. Fleisch, 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 Fleisch. So gefällt's mir. Dreckiger Vogel. Ja, jetzt machst du dich aggro. Aber deine Feder will ich haben. Feder? Gut. Trinken. Oh, ach komm. Packen wir. Ey, es ist ein Vogelmagnet hier. Ein Stöckchen fehlt. Verdammt. Aber das finden wir ja gleich. Noch mehr Federn. Kommen die denn alle her? Wollen die Rache nehmen? Angriff der Killervögel? Ah, da, verdammt, verdammt. Ach, gehen wir mal da hinten hin. Haben ja letzte Nacht da hinten abgeräumt. Stock. Stock, 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 Stock. Dann haben wir das jetzt gleich fertig hier. Hab ich nicht genommen? Ah. Lag doch gerade ein Stock oder bin ich blind? Geh nochmal weg hier. Ja, wir sind direkt drauf. Schon wieder weg. Ja, schieben wir den mit. Ach, da ist er. Komm mal zurück. Hier. Sehe ich ihn wieder nicht. Hä?
ist denn der? Boah, 20.000 Mal vorbeigelaufen. Nur weil man es gleich erledigt haben will. So. Jetzt bitte mal Regen. So, wir kaufen erstmal schön ein hier. Ach, kommt nicht dazwischen. Egal. Schade, dass man... Kann man Steine hacken? Gibt es vielleicht so einen... Keine Ahnung, warum sollte man Steine hacken? Vielleicht um Stahl zu bekommen oder so, keine Ahnung. Ah, das wäre cool, dann könnte man hier die Steine mal weghauen. Komm mal mit den Einkaufswagen besser durch. Sechs Baumstämme, aber wir machen mal voll. Bin ich eine Prinzessin oder sowas? Wovon Disney, dass hier andauernd Vögel zu mir kommen? Ich bin doch kein Vogelmensch. Ich bin der Hackepeter. Ah ja, was ich auch mal testen wollte, kann man die Bäume kontrollieren? In irgendwelche Richtung sie umkippen? Das wäre auch nochmal interessant. C war's. Ich hatte E gedrückt. Ah ne, das ist... Machen wir da hinten nochmal hier, den hier. Was ich weiß auch, man kann auch diese Baumstümpfe kaputt machen. Wenn man die nochmal ein paar Mal draufhackt, dann gehen die auch weg, aber schade, dass man dieses Spaltholz nicht benutzen kann, um, ja, fürs Lagerfeuer oder so, ne? Ist ja eigentlich gutes Holz, das man hier so verkommen lässt. Aber ich muss auch zugeben, ich habe eingestellt, dass die Bäume wieder nachwachsen. Weil ich finde es einfach hübscher. Ah, gib um da! Nicht auf dem Wagen! Weil nachher ist alles abgerodet und ja, sieht halt nicht so hübsch aus. Ich habe keinen Bock, da zig Kilometer zu gehen, um den nächsten... Ey, bleib mal hier, Junge. Um den nächsten Baum zu fällen. Hast schon alle? Oh, da hinten ist noch einer. Wo habe ich gerade noch ein Klirren gehört? Da... Wir haben jetzt 3, 6, 9. Naja, 2 will noch passen. Komm. Andersrum. Und. Ey! Was denn hier? Scheiße! Ah, fucke! Ey, kriegt man das kontrolliert nochmal hin, oder? Nee. Na gut. Das geht auch. War ein Test. War gewollt. So, nee. Scheiße, ich jetzt fast wie abgerissen. Kriegt man überhaupt, wenn man was abreißen würde, alles wieder? Das weiß ich nicht. So. Plattform ist fertig. So, B. Bam, 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 bam. Nee. Ein Trepp. Nee, brauche ich noch mehr Holz. Bin ich so irre. Kletterseil. So. Kletterseil. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt so passen würde. Hä? Geht ja gar nicht. Junge.
Wo geht das Kletterseil nicht dran? Muss ich das von oben machen oder was? Das heißt es wieder, wie komme ich hoch? Ah, ja, geschafft! So, Kletterseil. Hä? Ich raff das nicht. Junge! Mach Kletterseil, scheiße. Oh, kacke, warum geht das nicht? Ich hab mir das so schön ausgemalt. Wo will ich denn sonst hochklettern? Mama mia. Ja, was machen wir nu? Hm. Was ist, wenn ich jetzt hier sowas mache? Oh Gott. Davor setzen können wir einfach nicht, ja? Nee, will ich auch nicht. Komm, eine doofe Idee. Ich will aber keine Leiter bauen. Das ist doch eher was für ein Baum. Können wir das hier auch anbauen? Hm. Das erfüllt mich jetzt nicht so mit... Mann, hat man sich das einmal so cool ausgedacht? Wird nichts draus. Nein, 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 bleibt mal offen. Einfache Treppe. Ich will keine Treppe. Ein Kran. Das könnte gehen, ne? Oder muss das... Alter, was ist für ein Riesenteil? Muss irgendwo drauf sein? Was für ein Riesenteil ist das? Nein! Oh Gott sei Dank, warum springe ich wieder hoch, ich Horst? Ne, wir kriegen es nicht hochgestellt. Oh, es ist doch Mist, ist das. Hm. Ja komm, da hilft nichts. Da hilft einfach nichts. Eigene Treppe. La Marche. So. Scheiße. Wo vielleicht? Nö. Naja, wenigstens nur 8. Nur 8 Holz. Warum ist der Wagen schon wieder umgekippt? Was los, Junge? Oh. So. Einmal hoch. Ab, ab, ab. Oh, jetzt. Ah! Auch da. Zwar keine 8 Holz, aber nimm mal, was wir kriegen hier, ne? Ich glaube langsam, das wird wahrscheinlich, das kann nur so eine Anfangsplattform sein. Da will ich doch kein Haus draufstellen. Reicht vielleicht für einen Garten oder sowas? Scheiße. Nee. Brauchen Holz. Unbedingt brauchen wir Holz. Lange Meter Holz. Und ich hasse es, in der Nacht zu spielen. Aber wir können auch nicht speichern. Wasser haben wir auch nicht. Und das Abgekokelte will ich auch nicht essen.
Bist du schon gut? Frisch getrocknet. Oh, das passt schon. Dazu noch ein Hauch Gammelwasser. Ja. Alles gut. So, jetzt holen wir mal von der anderen Seite Holz. Ich glaube, das eine. Ich mache ein Baumhaus auf der anderen Seite. Auch wenn es nur provisorisch ist. Können wir ja später abreißen. Oh, schon mal drehen. Mal los, hier liegt ja sogar noch Holz. Hauen wir ab damit. Zack. Ach komm, lassen wir das Licht aus. Ja, verraten wir uns noch. Der Mond ist ja hell genug. Was ich nochmal abchecken will, ist, ob auch das, was ich jetzt hier sehe, von der Helligkeit. Scheiße, da hat sich einer verabschiedet. Auch hier bei YouTube so angezeigt wird. Oder ob sich das, wenn. Ach, ist ein Hase. Oder ob sich das doch ein bisschen unterscheidet. Würde mich einfach mal so interessieren. Oh, ey, du Kackhase. Immer denke ich, da ist wer, aber es ist niemand da. Irgendwie fühlte ich mich bei der alten Basis sicherer. Da wusste ich ganz genau, wo die lang gehen. Ich habe immer Angst, dass sie hier mich einer beobachtet. So wie ich gestern angefangen habe. Läufst du durch den Wald, achtest nicht so drauf und dann siehst du irgendwo links im Wald, da steht einfach einer. Und guckt dich an. Das fand ich doch ein bisschen komisch. Also fand ich das einfach, das Beobachten fand ich schlimmer als das verfolgt werden. Fehlt nur so ein Soundsample oder so ein Sound wie so bei so einem Horrorfilm so. Oder keine Ahnung. Aber der Baum gestern zum Schluss war auch cool. Der irgendwie erstmal an zwei anderen Bäume gekracht ist und dann hat man überhaupt gar nicht das Holz gesehen. Es war für eine kurze Zeit unsichtbar, nur um dann wieder sichtbar zu werden und auf den Boden zu fallen. Wo ist denn mein Wägelchen da? Ach komm. Am nächsten Tag hacken wir wieder auf der anderen Seite, wechseln mal so ein bisschen. Vielleicht ist es nicht so auffällig. Will das Baumhaus haben? Nee. Ah, was man auch mal beobachten könnte, ist. Neues Tier entdeckt? Na gut. Ob die Vögel vielleicht auch von den Kannibalen flüchten. Oder generell die Tiere. Wie manchmal hier bei, war es nicht auch bei Herr der Ringe oder so? Dass die Tiere auch vor den Orks geflüchtet sind? Oder verwechsle ich das mit irgendwas anderem? Fallen immer die Bäume weg. Da unten am Weg müssen schon mehrere Baumstämme liegen. So, dann bringen wir mal zurück.
Weiß ich, mit dieser Pimmelausrüstung komme ich mir irgendwie verwundbar vor. Einmal Holz. Obwohl, hätte ich noch 5 Meter ranfahren können. Diese Plattform hat schon 40 Holz. Wenn ich jetzt so eine Plattform nochmal drüber setze, natürlich mit ein bisschen Abstand, damit wir noch so eine Treppe hinbauen können. Ey, was wir da für Holz verbraten. Ist ja unglaublich. Ah ne, B war das. ...35 Holz. Das ist aber auch schon so viel. Wie sieht denn das aus? Irgendwie sieht es ja cool aus, ne? Aber das ist auch so tief. Ich will es höher. Nee. Fuck it. Da sind sie. Scheiße. Habt ihr den Typen gesehen mit der Fackel da hinten? Das ist ein Kaninchen. Jetzt habe ich Hunger, oder was? Ja, wir gehen nicht runter. Ich höre sie auch nicht. Also ein Baumhaus ist mir irgendwie zu gigantisch. Geht denn auch eine Baumbrücke dahin? Das geht auch nur da unten. Ich bin irgendwie enttäuscht. Schade, ich wollte eigentlich hier irgendwie von dem Plattform zum Baum und vom Baum nach oben weiter. Oder zur nächsten Plattform. Aber wenn das da so niedrig ist, ist das scheiße. Ups. Ups. Na ja, gut. Bin mit der Ausgangssituation noch nicht so ganz zufrieden. Weil die Hauptbasis hätte ich schon gerne irgendwie eher an der Felswand oder so. Nicht ganz oben drauf. Weil dann ist das ja wieder angreifbar. Und auch nicht hier auf der untersten Ebene. Scheiße, jetzt war man gar nicht schlafen. Wir haben kein Seil. Oh, Seil haben wir jetzt. Immer noch nicht geregnet. Und dann gehen wir erstmal schlafen. So, gucken wir. Kein Wasser drin. Das ist natürlich schon mal schlecht. So. Nehmen wir mal diese Echse. Ich würde eigentlich kontrollieren, ob sie eigentlich schon gut ist. Apropos. Wenn er schon zu mir kommt, dann kann man ihn auch mal gleich zerhackstückeln. So, kann man daraus auch irgendwas machen? Echsenhaut? Ah, Laub, dann können wir Tarnung bauen. Okay, und daraus? Geh weg. Rehfell. Wasserschlauch. Sperrtasche. Wärmeanzug. Okay. Wasserschlauch ist eine hervorragende Idee. Da müssen wir nochmal einen Bambi zerlegen.
aber vorher erstmal wieder was trinken. Ich will nicht mehr dieses Gammelwasser trinken, verdammt. Ja, es tut mir leid, Junge. Aber... du musst leider das Gammelwasser trinken. So. Was wir jetzt nochmal machen, ich gehe jetzt nochmal nach oben. Ich guck's mir von oben nochmal an. Willst doch sterben, komm her. Dann lauf nach Hause zu deiner Mama. Oh, Stock, Stock, Stock. Ich hab's von der alten Basis nicht gesehen, ob hier mal jemand war. Auf jeden Fall weiß ich, da hinten ist auch eine Basis von denen. Das war ja, glaube ich, nämlich zu nah an den anderen dran. Ah, ist noch hier eine Schildkröte. Genau, nehmen wir mal mit. Die anderen beiden lassen wir mal leben. Schon wieder zwei ist gespawnt. Also die sind schon mal nicht vom Aussterben bedroht. Und Stückchen, Stückchen. Stückchen. Ja, hier haben wir auch Wasser. Koffer. Stimmt, habe ich letztes Mal hier angefangen. Aber hier ist kein Flugzeug. Hm. Ich könnte schwören, hier bin ich letztes Mal abgestürzt. Und darum habe ich da gleich mein Lager aufgebaut. Doch, definitiv. Hier war das Flugzeug. Also es spawnt das immer an unterschiedlichen Stellen. Nee, ist ja nicht verkehrt. Dann fängt man nicht immer an derselben Stelle an. So, weswegen ich jetzt hier hochgegangen bin, war eigentlich folgender Grund. Wir können doch hier die Bäumchen hacken. Und dann das Holz runterschmeißen. Schade, in meiner Fantasie war das irgendwie cooler. So haben wir dann quasi drei verschiedene Orte, wo wir das Holz abbauen können. Mir gerade einfällt, können wir von hier oben vielleicht, ich habe es glaube ich schon gesagt, ungefähr, von hier vielleicht eine Plattform, kleine Treppe runter, Plattform, dass man hier einen schmalen Eingang hat so, und den halten kann gegen die Mutanten. So wie die Spartaner bei den Thermopylen. Baumfeld! So, dann rollt das ja quasi schon von selber. Stupsen wir nochmal an, zack, zack, zack. Hacken gleich die nächsten. Rollt alle automatisch. Hervorragend. War ich das oder war das was anderes? Hm. Das war wohl hier unser Kollege hier. Ich glaube, das meiste, was ich bisher gemacht habe, ist Bäume fällen. Ah! So wie PUBG am früher immer ein Walking-Simulator ist, ist das hier eher so ein Baumfall-Simulator.
So. Ja, da bist du im Weg. Ich helfe dir mal ganz kurz. So, machen wir mit dir mal weiter. Baumstämme sind da bestimmt so. Wir kriegen ja meistens so maximal 5 raus. Das heißt, dann haben wir ja schon im besten Fall 20. Also 3 sollten wir noch locker fällen, ne? Ich sehe auch schon, ich bin so über meine Zeit, die ich eigentlich aufnehmen wollte. Roll, roll, roll. Roll, roll, roll. Es geht doch eigentlich ganz gut hier. Zack, zack, zack. Und wir müssen nicht so viel hinterherlaufen. Außer, hier ist ein Stock. Da kann ich nicht mehr tragen. Warum stoppt das hier? Runter. Nein, wir müssen aber von unten nach da laufen. Naja, gut. Ich würde dann sagen, ich mache hier erstmal einen Break. Ich hacke hier nochmal Holz. Baue das Häuschen. Und dann würde ich sagen, reicht das ja erstmal wieder für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, euch ja wie gesagt verabschieden. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da oder Tipps und Tricks, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hacke, Hacke, Peter. Wenn er schreit. Nee, das war's nicht.